Ja, recht schönen guten Vormittag. Mein Name ist Reinhold Autengruber, UF5RNL, wie gesagt. Seit langer, langer Zeit Funkamateur und auch Digitalreferent und Hemnet-Koordinator in UF5 für den UFSV. Heute möchte ich allerdings ein paar Dinge über SDR erzählen. Was schauen wir uns an? Ja, mal Grundlagen, was ist ein SDR überhaupt? Eine ganz kurze Definition. Wer hat es erfunden, sozusagen Amateurfunk? Gibt es woanders auch? Dann möchte ich auf unterschiedliche SDR-Konzepte eingehen und das zwar anhand von sozusagen der Metamorphose vom normalen Superhead zum SDR und wie weit Superhead-Komponenten nur im SDR Verwendung finden. Dann ein ganz wesentlicher Punkt, da wird es ein bisschen technischer auch, das IQ-Signal, das ist eh in aller Munde. Der neue IQ-Receiver hat einen IQ-Ausgang, am Anfang hat keiner gewusst, was kommt da raus, was ist das überhaupt. Der IC7300 SDR hat aber keinen IQ-Ausgang. Also es macht Sinn, dass man sich ein bisschen anschaut, wozu man das braucht und woher das eigentlich kommt. Weiter wesentlicher, lauter, kann man sich irgendwo umstellen? Ja. Geht so besser? Okay. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber es ist kein Problem, weil die Mittagspause ist ja zur Verfügung. Ja, der nächste Punkt ist eben digitaler Downconverter oder warum ein SDR grundsätzlich empfindlicher sein kann als ein normaler Empfänger. Kann, sage ich dazu, ja. Es gibt nämlich genauso schlechte SDRs, wie es genauso schlechte, normale, herkömmliche Funkgeräte gibt. Und zu guter Letzt möchte ich ein paar Dinge noch in der Praxis vorführen. Ich hoffe, das funktioniert mit dem heutigen Glück, was wir schon gehabt haben da. Aber ich denke schon, dass das hinhauen wird. Ja, was ist ein SDR überhaupt? Software Defined Radio. Im amerikanischen Sorge wird nicht unterschieden bei Radio, ob das ein Empfänger oder Sender oder beides ist. Also es heißt, Software Defined Radio ist grundsätzlich einmal kann auf Sender Empfänger sein. Und wesentlich ist, dass es flexibel änderbar ist, sage ich mal, ohne Lötkolben. Ja. Änderbar ist die Software und die ist auch leicht nachladbar. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt von einem SDR. Und dass die Signalverarbeitung per Software und digitaler Hardware erfolgt. Ja? Das heißt, es sind im SDR selber drinnen keine Spulen, keine Kondensatoren mehr, sondern die Verarbeitung erfolgt zur Gänze digital. Im Idealfall ist das wirklich so eine Blackbox, wo ich auf der einen Seite ein Mikrofon und Lautsprecher anschließe und eine Antenne und alles andere ist in einem IC drinnen. Das klingt zwar utopisch, ist aber bei Handyherstellern durchaus üblich. Die bauen integrierte Schaltkreise, die sowohl einen Analoganteil drinnen haben als auch einen Digitalanteil und das dann wirklich nur mehr ein IC ist. Ja, und wie das Ganze ausschauen könnte, das versuchen wir uns jetzt ein bisschen da genauer anzuschauen. Kurz zur Geschichte der SDRs. Wer hat es erfunden? Nicht die Funkamateure, das gibt es in der Industrie schon lange. Jeder Fernseher, jedes Handy ist ein SDR. Selbst wenn man Funkgeräte aus China importiert, diese kleinen 30-Euro-Dinger, wenn man es genauer anschaut, sieht man, dass es auch schon ein SDR ist. Warum? Weil die eigentlich in der Erzeugung wie die Elektroautos zum normalen Auto billiger sind und leichter reproduzierbar sind als andere Geräte. Im Amateurfunk hat das Ganze so um 2000 herum begonnen, mit kleineren Projekten. Ein ganz wesentlicher Meilenstein war der Gerald Youngblood, der schon öfters zumindest in Friedrichshafen bei Vorträgen war, der jetzige CEO von Flex Radio Systems. Der hat 2002 in der QX Artikel geschrieben, ein Software Defined Radio für die Massen. Hat dort eine kleine Platine vorgestellt mit einem Tellermischer und eine Software, die es heute noch gibt in abgewandelter Form, die der eine oder andere vielleicht kennt, die heißt Power SDR, ist schon ziemlich eine von den ausgereiztesten Software für Transceiver. Das war damals alles Open Source. Bis lange, lange Zeit. In der Zwischenzeit ist natürlich Flex Radio eine rein kommerzielle Firma, baut aber tolle Geräte, überhaupt keine Frage. Ein weiterer Meilenstein aus meiner Sicht war diese HPSDR-Gruppe, internationales Projekt, federführend von einem Australier, Amerikaner beteiligt, Engländer beteiligt. Die haben so um 2006 herum dieses HPSDR-System gebaut. Das war ein Bus-System mit Einsteckplatinen. Ja? Gehört nach wie vor zu den besseren Systemen, das gibt am Markt. Sie haben das Ganze dann, was früher auf drei, ja, ein bisschen größer als Europa gehalten war, haben es dann auf eine Platine zusammengefasst.
Das ist diese berühmte HPSDR Hermes, geht von 0 bis 65 MHz mit einem irren Dynamikumfang und ist also wirklich zumindest mein Lieblingstransceiver. Ich habe den zweimal natürlich, einmal zum Vorzeigen, einmal zu Hause im Betrieb. Und der geht ausgezeichnet. Gibt es in der Form nicht mehr, aber es gibt eine Nachfolgeplatine, die auch noch als Einzelplatine zu kriegen ist und nicht als das gesamte System. Die haben sehr viel gemacht. Es gibt zwei kommerziellen Ableger in der Zwischenzeit. Das sind die Apache Labs mit dem anderen 7000, anderen 8000. Das ist vielleicht den einen oder anderen Begriff. Mir ist ja ganz wesentlich, dass ich mich mit Dingen beschäftige, die Open Source sind, weil man da einfach was lernen kann und selber was ändern kann. Ja, ich habe einen IC 7300 zu Hause. Ich brauche schließlich ein Gerät, was ich einschalte und es funktioniert. Ja. Alles andere sind Baustellen. Das muss man jetzt so sagen. Ja. Alle anderen muss man immer herumbasteln. So, ja, das ist genau das Gegenteil vom SDR. Das kennen die meisten dann noch. Klassischer Superhead, 1918 patentiert, so um die Zeit. Was ist dort die Sache? Die Eingangsfrequenz wird irgendwie runtergemischt, gefiltert, wieder runtergemischt, wieder gefiltert, irgendwann demoduliert. Haben gut funktioniert, leicht änderbar sind diese Geräte nicht, weil oft das Nachlöten eines Quarzfilters schon ein gewisser Aufwand war. Die hat es gegeben zum Nachrüsten, keine Frage. Und eins ganz Wesentlichen ist natürlich auch Modulationsarten, die da eingebaut sind, AM, FM, SSB, CW, das war es dann. Ja. Und auch diese Geräte, wenn die in die 40er Jahre gebaut worden sind, sage ich mal, durch die Bauteilalterung verlieren natürlich die an Qualität. Ja. Das ist beim SDR nicht so. Der SDR grundsätzlich, zumindest der digitale Teil, der rein digitale Teil, bleibt in der Qualität so, wie er ist. Was war der nächste Schritt, den sicher auch viele kennen? Man nimmt den klassischen Empfänger und schließt den einer Soundkarte an. Ja, kennen wir alle. Wird lange Zeit verwendet. Man schließt es an der NF an oder am Modulatorausgang. Und die Soundkarte digitalisiert das Ganze. Die Darstellungsbandbreite vom Spektrum wird bestimmt einerseits durch die Bandbreiten der Soundkarten, was man heute kein Problem mehr ist, weil die können alle mindestens 192 kHz. Da ist eher das Problem, dass die Filter da drinnen schmäler sind. Da habe ich maximal einen AM-Filter mit 10 kHz und das war's. Ja. Auch wieder kein Problem, weil wenn ich die digitalen Betriebsarten mache, die eben diese Konfiguration ermöglicht, wie Whisper, PSK, JT65, FT18 neuesten, ja, dann brauche ich das eh nicht, weil das ist alles in der USB-Bandbreite drinnen. Ja. So kann ich sozusagen aus einem klassischen alten Empfänger immer noch in der Digitaltechnik mitspielen, und zwar sender- und empfangsmäßig. Das ist eine Konfiguration, die man immer noch antrifft. Klar ist, die schlechten oder guten Eigenschaften des Empfängers bleiben so, wie sie sind, weil wir dann nur hinten bei der NF digitalisieren. Aus meiner Sicht auch noch kein richtiger SDR, sind die sogenannten TSB-Transceiver, wie der TS2000, IC7000, FT1000 und diese Dinger. Die Tanz war sehr wohl schon in der ZDF digitalisieren, das heißt, die haben vorher einen Mischer, mischen darunter, mehr oder weniger kompliziert, und gingen dann auf einen analogen Digitalwandler. Allerdings ist es so, dass die bei einer relativ niedrigen ZDF digitalisieren, meistens weit unter 100 kHz, 36 kHz, 12 kHz. Das hat den Vorteil, dass man da natürlich ganz einfache analoge Digitalwandler verwenden kann und auch einfache Prozessoren. Da reichen normale Mikrocontroller unter Umständen aus, oder spezielle DSB-Prozessoren, die auch nur Mikrocontroller sind mit einem speziellen Befehlssatz. Ja. Die Dinge haben durchwegs immer noch eine Frontplatte gehabt. Ja. Ausnahme ist der TS2000X, weiß nicht, ob den wer kennt, TS2000 sicher. TS2000X war das gleiche Gerät, ohne Frontplatte. Den hat man nur über serielle Schnittstelle steuern können. Ja. Und diese Geräte haben durchwegs keinen IQ-Ausgang. Haben sie nicht, ja. Also das haben sie nicht. Änderbar sind sie auch nicht leicht. Die ist eigentlich nur über Firmware-Updates möglich und da sind meistens nur Fehlerbehebungen gemacht worden und keine wirklichen neuen Features hinzugekommen. Fast schon ein echter SDR sind diese Geräte, sicher auch bekannt, dieser RTL-Stick, berühmt-berüchtigt, aber irgendwo, egal. Oder Pluto-SDR, ja, geht bis 3,8 GHz mit einem Hack bis 6 GHz, $99, günstig zu haben. Sage ich mal, oder sehr berühmt auch dieser HackRF,
sehr bekannt, wird softwaremäßig sehr gut unterstützt von allen möglichen Systemen. Oder mein Lieblingsgerät eigentlich ist also der Lime SDR. Der hat zwei Sender und zwei Empfänger eingebaut, geht bis 3,8 GHz und gibt seit neuestens einen Transverter dazu, einen passenden, da geht er bis über 10 GHz. Ja. Mit dem möchte ich zum Beispiel den neuen geostationären Satelliten arbeiten, weil da kann ich auf 2,4 GHz senden und auf 10 GHz empfangen. Ja, was ist der Unterschied zu dem vorher? Das Bild schaut im Prinzip ja gleich aus. Hast du das wieder verstehen? Das Bild schaut gleich aus im Prinzip. Es ist wieder ein Mischer vorher. Mit dem Unterschied, dass der halt eben bis 3,8 GHz bis 6 GHz drauf geht. Und dass hier an diesem Punkt nicht ein paar hundert Kilohertz sind, sondern dass da Abtastrate, also Abtastfrequenz oder Bandbreite ja, bis 60, 80 MHz besteht. Das heißt natürlich auch, ihr braucht einen entsprechenden Analog-Digital-Wandler, der mir diese Signal absampeln kann und die Daten liefern. Dadurch entsteht auch da hinten ein riesiger Datenstrom im Gigabit-Bereich und das ist mit einem Controller, mit einem normalen Controller nicht mehr machbar, dass man den verarbeitet. Hier wird normalerweise FPGA eingesetzt. Das sind also im Prinzip Digital-Gatter, die man in einem IC drinnen verschalten und neu programmieren kann. Durchwegs diese Geräte haben alle keine Frontplatte, sondern nichts anderes als entweder einen USB-Anschluss oder einen Netzwerkanschluss. Und da kommt dann dieses berühmte IQ-Signal, was wir uns heute noch anschauen werden, raus. Und ich brauche dann einen PC, einen Raspi oder sonst was, wo dann die eigentliche Software verwendet wird. Ja, sonst ist das Bild eigentlich gleich wie vorher, nur dass die Bandbreite, die Basisbandbreite hier wesentlich höher ist. Ja, der echte SDR aus meiner Sicht ist der, der da vorne nichts mehr hat, aktives, sondern maximaler Filter, vielleicht einen Vorverstärker, einen Abschwächer, aber wo die HF sozusagen direkt von der Antenne auf den Analog-Digital-Wandler geht. Ja. IC7300 ist so ein Gerät, der hat Filter vorne, dann hat er einen Analog-Digital-Wandler. Der mir bekannte ADC, der die höchste Geschwindigkeit hat und auch für SDRs noch verwendbar ist, tastet mit 500 MHz ab. Das heißt, mit dem könnte man schon bis 250 MHz empfangen. Da wäre so das 2-Meter-Band zumindest schon drinnen. Die Systeme bezeichnen wir als Direktsampler, weil sozusagen das Gerät die HF direkt an den Analog-Digital-Wandler bekommt. Ein Beispiel davon ist eben der HP-SDR. Das ist ein Direktsampler. Dann gibt es Kiwi-SDR, Perseus, viele, viele andere Systeme, die also direkt am Eingang den Analog-Digital-Wandler haben. Ein mehr oder weniger Sonderfall ist die IC7300. Das ist zwar ein Direktsampler, die hat aber auch eine sehr niedrige ZF, nämlich 36 kHz. Und der Trick ist der, dass die ICOM etwas gespart hat, und zwar haben die den DSP-Teil vom IC7100 genommen und verwenden den da. Man ist ja nichts Schlechtes, das funktioniert ja. Aber die arbeiten dann mit einer relativ niedrigen ZF, ist aber Direktsampler. Und für diese Geräte, die also keine Frontplatte haben, gibt es eigentlich Unmengen von Windows- und Linux-Programmen, zum Beispiel eben dieses vorher angesprochene HP Power SDR-Programm, mit dem man dann wirklich Funkbetrieb machen kann. Und auch das GNU-Radio, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. GNU-Radio ist sozusagen, sage ich immer, Lego für Signaltechniker oder Hochfrequenztechniker. Da kann man sich mit Klickse die diversesten Empfänger und Signalkonstellationen zusammenstecken. Und praktisch alle SDRs haben eine Schnittstelle in das System rein, mit dem man mit dem dann arbeiten kann. Ja, somit waren wir beim echten SDR angelangt. Es gibt noch einen Spezialfall, der ist sogar noch älter als der Superhead, nämlich der Direktmischer. Weiß vielleicht noch, wer Heskit HW7 war ein Direktmischer, ja. Was ist das Prinzip des Direktmischers? Es wird das Eingangssignal direkt auf 0 runtergemischt. Ja? Nicht analog-digital gewandelt, sondern mit direkt runtergemischt. Hinten noch muss man filtern und das Signal da auswerten. Wie funktioniert es? In Wirklichkeit ist das ein Schalter, ein vierstufiger Schalter, der mit der vierfachen Frequenz von dem, was ich empfangen möchte, umgeschalten wird. Also wenn ich 7 MHz empfangen möchte,
Renteoszillator mit 28 MHz, Schalter durch. Und durch diese Verschaltung mit den Kondensatoren und Operationsverstärkern erscheint da hinten direkt das IQ-Signal. Ja? Wir werden auch noch sehen, was das ist. Das heißt, die Schaltung produziert man direkt IQ. Hat einen riesen Vorteil. Allerdings der Nachteil ist, ich brauche zwei Analog-Digital-Wandler. Daher wird das sehr oft so eingesetzt, dass man einen Soundkartenchip nimmt, ja, weil das links und rechter Kanal sind zwei Analog-Digital-Wandler, und dann diese Verarbeitung macht. Das Prinzip ist am Anfang relativ schwer zum Umsetzen gewesen, weil es die Schalter nicht gegeben hat, die schnell genug und gut genug waren. Der braucht mich da einen sehr geringen R-On, eine sehr hohe Dämpfung zwischen den Ports, und die Operationsverstärker brauchen eine sehr hohe Bandbreite und Steilheit. Ja. Allerdings, wenn man es im Griff hat, funktioniert das gut. Zack, zum Beispiel Elekraft, die K2, K3, KX2, KX3 Geräte basieren auf dem Prinzip. Ja. Und die gehen auch bekanntlich sehr gut. Bei denen ist zumindest beim KX2 nicht das Thema des Darstellungsbandbreite vom Wasserfall, weil der hat einfach keins. Das ist im Prinzip ein klassischer Empfänger zum Drehen, aber vollkommen digital mit Telemischer. So, kurze Zusammenfassung zu diesen unterschiedlichen Konzepten. Wir haben also gehört, es gibt Direkt-Sampler, bei dem das Signal von der Antenne direkt auf den Analog-Digital-Wandler geht. Und es gibt den Direktmischer, den Telemischer, der sozusagen von der Eingangsfrequenz gleich runtermischt. Und bei beiden kann man im Prinzip vorher sowas wie ein Superhead-Mischer vorsetzen und damit den Frequenzbereich drastisch erhöhen. Problem ist dabei, dass die meisten mir bekannten SDRs genau vorne bei diesem Mischer runter HF-mäßig nicht gut sind. Ja. Der HKF zum Beispiel, den ich ja ganz gern habe, weil er softwaremäßig super unterstützt ist, hat einen Chip, der auf 2,4 GHz optimiert ist, und drunter und drüber bis die 6 GHz läuft die außerhalb der Spezifikation, und entsprechend sind da dann die Ergebnisse. Aber funktioniert. So, jetzt kommen wir langsam zu diesem berühmten IQ-Signal. Ich möchte das anhand von Modulation erklären. Ja? Und zwar von der Demodulation eines AM-Signals. Daher schauen wir uns noch kurz nochmal an, was Modulation eigentlich ist. Ja? Wir haben also hier ein Trägersignal, das man grundsätzlich mit einer konstanten Frequenz schwingt. Und wir haben da unser Modulationssignal. Kennen wir alle, wenn ich AM moduliere, ändert sich die Frequenz nicht des Signals, aber die Hüllkurve wird größer oder kleiner. Umgekehrt bei FM ändert sich die Höhe des Signals nicht, aber die Frequenz wird verändert. Ist allen bekannt. Phasenmodulation ändert sich die Phase, sprich das Signal wird zeitlich verschoben. Ja? Es ändert sich weder die Amplitude noch die Frequenz, es wird nur zeitlich verschoben. Ja? Bekannt. Das sind die drei Grundmodulationsarten, und alle anderen sind eine Kombination aus dem. Ich kann es hergehen, kann mehrere Träger nehmen und bei jedem AM, FM oder Phase modulieren, oder ich kann einen Träger nehmen und bei dem gleichzeitig Phase und Amplitude verändern. Ja? Wenn ich also beim AM-Signal vier Stufen habe zum Beispiel und vier Phasenlagen, dann habe ich in Summe 16 Zustände, und dann spricht man also zum Beispiel von einer 16 QAM Quadraturamplitudenmodulation. Ja? Aber Tatsache ist, ich kann mit einem Signal eigentlich nur AM, FM oder Phase machen. Alles andere sind Kombinationen davon. Und wir schauen jetzt an, wie man mit dem IQ einen AM-Demodulator baut. Das kennen wir, haben wir vorher gesehen, das ist unser modelliertes Signal. Das kann ich auch anders darstellen. Ich kann das als Kreisdiagramm darstellen. Ja? Wenn ich da diesen Zeiger aber das rüber projiziere, kann ich den Punkt zeichnen. Wenn sich der Zeiger weiter bewegt, kann ich es daher zeichnen, eine Verbindung dazwischen. Wenn der daher zeigt, schaut er daher und so weiter. Ich glaube, das ist klar, das kann man darüber projizieren. So, wie kann ich da jetzt AM, FM oder Phase anzeigen? Ja, wenn der Zeiger schneller rotiert, erhöht sich die Frequenz, und der Zeiger langsamer rotiert, wird die Frequenz kleiner. Ja? Wie kann ich Amplitudmodulation darstellen, indem sich die Länge des Zeigers ändert? Ja? Da ist ja die Maximalauslenkung hier. Wenn der Zeiger kleiner ist, ja? Zum Beispiel nur bis daher geht, dann ist die Maximalauslenkung da. Dann ist die Amplitude kleiner geworden, ich habe Amplitudmodulation. Ja?
So, wenn ich den Teil jetzt rausnehme und vergrößere und mir da anschaue, kann ich etwas anderes noch feststellen. Da haben wir gesagt, ein Zeiger rotiert mit einem bestimmten Winkel und einer bestimmten Länge. Ich kann aber auch sagen, ich nehme den Zeiger und projiziere das da runter und habe hier einen Zahlenwert und ich projiziere den Zeiger hier nach links und habe hier einen Zahlenwert. Ja? Damit kann ich genauso den Zeiger bestimmen, wo er hin sagt. Ja? Wenn das zum Beispiel da 10, 10 ist, sagt er daher. Wenn der nach unten zeigt, wird es zum Beispiel plus 10, minus 10. Aber immer noch der gleiche Zeiger und die gleiche Amplitude. Und jetzt erinnern Sie sich an den Telemischer zurück. Da haben wir gesagt, da kommt direkt das IQ-Signal raus. Ja? Vorher. Und wenn ich jetzt sage, dass dieser Teil hier, das I, ist das, was der Telemischer auf dem I-Ausgang rausgibt, und das ist, was der Telemischer auf dem Q-Ausgang rausgibt, dann kommen wir der Sache schon näher. Weil wenn ich jetzt, wie wir gesagt haben, beim Telemischer bei dem I- und Q-Ausgang je einen Analog-Digital-Konverter anhänge, dann kriege ich mit dem Abtastfrequenz, mit der Abtastfrequenz des Analog-Digital-Wandlers immer ein Zahlenpaar, nämlich das Zahlenpaar, was man diese und diese Länge aussagt. Ja? So, das heißt also, wenn der Zeiger jetzt da, wenn der Analog-Digital-Konverter 100 minus 300 ausgibt, schaut zum Beispiel der da rauf mit 100, also rundteilig 100 und 300 so runter, das ist irgendwo da. Bei 250 Realteil ist er irgendwo da und irgendwo da. Bei minus 23, nächster Obtastzeitpunkt, zeigt der Real minus 23 und plus 70, zeigt der Zeiger dahin. Ja? Das heißt, ich kann mit dieser Abfolge von Zahlen die Position des Zeigers mit seiner Bewegung darstellen. Ja? Und jetzt kommt der gute alte Pythagoras ins Spiel. Wenn ich das mir da anschaue, sehe ich, dass das da ein rechter Winkel ist. Das heißt, das ist ein rechtwinkeliges Dreieck. Ja, wissen wir, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Ja, oder in unserem Fall, wenn ich aus dem i Quadrat plus q Quadrat die Wurzel ziehe, dann habe ich die Länge des Zeigers, sprich den Amplitudenwert zum Zeitpunkt dieser Abtastung. Ja? Zum nächsten Zeitpunkt zeigt der Zeiger irgendwo anders hin und ich habe einen anderen Amplitudenwert. Und damit habe ich eigentlich mit einem ganz gewöhnlichen Pythagoras einen Amplitudendemodulator gebaut. Das heißt, ich habe aus meinem Signal in der Abfolge dieser Sequenz die Amplitudenwerte und den Amplitudendemodulator. Ich bin mir nicht sicher, ob der Pythagoras damals gedacht hat, dass er Amplitudendemodulator ist. Bin mir nicht sicher. Und das Geniale dabei ist, dass man mit dieser Darstellung, mit dem I und Q, was beim Telemischer sozusagen automatisch erzeugt wird, im Prinzip jede Signal demodulieren kann, egal ob das AM, FM, SSB, sonst was ist. Die Formeln sind ja dann nicht mehr ganz einfach wie das hier, klar, aber es gibt unterschiedliche Formeln, auch für FM unterschiedlich gute, da streiten sich die Geister, ja. Aber ich kann mit dem jedes Signal demodulieren. Und das macht das IQ aus. Und wenn uns jemand fragt, was ist das IQ-Signal, wissen wir jetzt, ja, das ist nichts anderes als ein Zahlenpaar, das zu jedem Abtastzeitpunkt die Position des Zeigers in diesem Kreis darstellt. Und ich kann mit dem demodulieren. Die einzige Vereinfachung, die ich da jetzt gemacht habe, ist, dass wir hier davon ausgehen, dass wir da schon ein Signal haben, was bandgefiltert ist, auf eine Bandbreite, dass ich genau ein Signal mir anschaue. Ja? Zum Beispiel 3 kHz für SSB. Ja? Tatsächlich liefert der SDR aber natürlich die komplette Bandbreite, also 0 bis 60 MHz. Und ich muss hinten noch filtern. Klar, macht ja Sinn. Ja? Aber das Prinzip ist das Gleiche. Ich tue immer irgendwann mit dem IQ-Signal filtern und dann mit dem IQ demodulieren, im einfachsten Fall halt mit dem Pythagoras. Das zum IQ. So, da werden wir jetzt eins überspringen und dann müssen wir zurückgehen. Die zweite spannende Frage ist, warum kann theoretisch zumindest der SDR empfindlicher sein als ein normaler Empfänger? Da muss man mal sagen, was heißt empfindlicher? Empfindlicher, sage ich, heißt jetzt, dass, wenn ich ein Signal mit 0 dBm habe und ich habe ein Rauschen, das ist 40 dB drunter, dann habe ich ein Signal-Rauschabstand von 40 dB bekannt. Wenn jetzt das Rauschen minus 60 dB ist, dann habe ich einen Signalabstand von 60 dB. Das heißt, ich kann Signale empfangen, die der andere nicht mehr hört, weil die bei dem schon im Rauschen sind.
bei dem, wo minus 40 dB sind. Das heißt, ich habe 20 dB mehr Empfindlichkeit. Ich glaube, das ist soweit verständlich und auch nichts Neues. Das ist beim herkömmlichen System auch so. Und wie setzt sich jetzt dieser mögliche Signalrauschabstand beim SDR zusammen? Aus zwei Komponenten. Nämlich einerseits aus dem Analog-Digital-Wandler und andererseits aus einem sogenannten Systemgewinn. Schauen wir uns erst den ADC an. Beim ADC wird dieser Dynamikumfang oder dieser Signalrauschabstand eigentlich ganz einfach nur durch die Anzahl der Bits bestimmt, die er aufweist. Ja? Wenn ich zum Beispiel einen 14-Bit-Analog-Digital-Wandler habe, dann heißt das 6,02 mal 14 plus 1,76. Ja, ergibt uns einen Dynamikumfang oder SNR von 85 dB. Ja, das heißt, der ist einmal 85 dB Signalrauschabstand hat einmal. Okay, das zweite, was viel spannender ist, ist der Systemgewinn. Ja, was ist das? Das kennen wir im Prinzip auch vom klassischen Empfänger. Wenn ich halt einen Empfänger habe, der eine Bandbreite von 3 kHz hat und ich höre mir ein CW-Signal an, dann höre ich sehr viel Rauschen. Und das CW-Signal relativ leise. Wenn ich das Filter kleiner mache, enger mache, schmäler mache, von CW-Filter, 300 Hertz, dann fällt das Rauschen links und rechts weg und das Signal wird deutlicher zu hören. Auch dort habe ich einen effektiven Systemgewinn. Rauschen wird weniger. Ich weiß, du hast irgendwo da 5 VRL, der hört auch weit unter deinem Rauschen CW-Signale, da ist der DSP zwischen den Ohren montiert. Gibt viele Funkmateriale, die das können. Also, aber das Prinzip ist das Gleiche. Ja? Das heißt, man muss filtern, damit kommt das Signal besser zum Tragen. Das ist beim SDR genauso. Nichts anderes. Das, was der SDR allerdings kann, und das kann ein normaler Empfänger nicht, ist, dass die Samplingrate mitspielt. Die Samplingrate ist jene Frequenz, mit der der analoge Digitalwandler abgetastet wird, mit der man das Signal abtastet. Ja? Und je höher das diese Frequenz ist, ja, umso höher ist auch dieser Systemgewinn. Das heißt, wenn ich mir spiele mit dem Verhältnis Obtastrate zur Bandbreite, kann im Prinzip einen beliebig hohen Systemgewinn erzeugen. Ja? Beispiel haben wir da, wenn ich mit 20 Megasample oder 20 MHz Obtaste und eine 3 kHz Bandbreite habe und das in die Formel einsetze, habe ich einen Systemgewinn von 36 dB und komme in Summe auf immerhin 121 dB. Wenn ich das jetzt mal grob mit dem Dynamikumfang gleichsetze, ist das eine ganze Menge. Und das ist nicht die Fahnenstange. Ja? Wenn ich sage, ich will ein CW-Signal und das noch schneller mache, dann wird der Systemgewinn noch deutlich höher. Und das sind dann, wo mit einem herkömmlichen Empfänger ziemlich Ende ist. Da kann er nicht mehr mithalten. Nur das muss ja sauber implementiert sein. Und das ist in vielen Fällen bei den SDRs nicht gegeben. So, ich glaube, soweit klar. Jetzt gehen wir nochmal eine Folie zurück, die uns jetzt ein paar grundlegende Fragen noch im Zusammenhang erklärt. Wir haben vorhin gesagt, der Telemischer erzeugt das IQ-Signal automatisch. Mit den zwei Operationsverstärker kommt eigentlich ein IQ-Signal raus. Wie funktioniert das aber, wenn ich jetzt einen normalen Superhead habe, wo ich eine ZDF digitalisiere? Da habe ich nur einen Analog-Digital-Konverter. Da kommt ein Datenstrom raus. Ja? Jetzt muss ich das IQ-Signal künstlich erzeugen. Und das passiert in einer sogenannten Anordnung, die digitaler Down-Konverter heißt. Was passiert da? Die Daten vom Analog-Digital-Wandler, genau, ein Datenstrom kommt und wird auf zwei Mischer geschickt. Und diese zwei Mischer werden 90 Grad phasenverschoben angesteuert und rauspurzelt das IQ-Signal. Ja? Das ist auch, wenn man jetzt nochmal zurückgeht, komplett verständlich eigentlich, wenn man die Folie anschaut, dann sehe ich, dass er da immer ein Winkel von 90 Grad zwischen I und Q ist. Ja? Daher muss ich bei dem IQ-Mischer auch mit 90 Grad ansteuern und damit erzeuge ich dieses IQ-Signal mit dieser Anordnung. So, das zweite Problem, was wir hier haben, ist aber, dass mit 14 Bit zum Beispiel Analog-Digital-Wandler, um bei dem Beispiel zu bleiben, unter einer Obtastrate von 120 Megasamples, da ein Datenstrom von 1,68 Gigabit rauskommt. Das ist ein bisschen viel. Das ist insofern ein bisschen viel, weil wir das normalerweise über USB-LAN zu unserem PC schicken wollen. Das wird nicht gehen. Das heißt, ich muss diese Datenrate hier dezimieren. Ich muss runter mit der Datenrate. Ja? Und das erfolgt in einem sogenannten Dezimator. Da wird vorher gefiltert, Bandbreite reduziert, haben wir vorher gehört. Damit steigt auch der Systemgewinn. Und
die Datenrate runtersampeln. Ich habe da noch eine andere Zeichnung, die vielleicht das Ganze ein bisschen klarer macht. Da, genau. Schirsch, aber habe ich gestern noch schnell gemacht. Wenn es aufgeht. Nein, das nicht. Da. Was heißt dezimieren? Ah, super, danke. Das wächst mal auf Bildschirm. Dezimierung heißt filtern und dann samplen. Ja, was heißt das, dezimieren? Wenn ich sage, ich tue den Faktor 2 dezimieren, das heißt, ich komme von den 120 Megasamples, die wir gehabt haben, auf 60 Megasamples runter, dann wird Folgendes gemacht. Ich nehme d gleich 2 minus 1 ein Sample. Das heißt, ich lasse jedes Sample zwischen zwei relevanten Samples genau ein Sample ausfallen. Das streiche ich einfach weg. Zack, weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit. Jedes zweite. Warum kann ich das? Weil das Abtastrate ohnehin so hoch ist, wesentlich höher als was ich jetzt wirklich brauche, ja, daher kann ich jetzt ohne weiteres weglassen. Und was ist der Effekt, wenn ich vorher da diese Abtastzeit gehabt habe, ja, mit einer bestimmten Frequenz? Dann wird die genau doppelt so hoch. Das heißt, die Frequenz, die da rauskommt, ist um die Hälfte kleiner. Ja? Und das kann ich beliebig weiterführen. Ich kann das natürlich auch mit d gleich 4 machen. Dann tue ich zwischen zwei relevanten Samples 3 wegstreichen. Da wird die Zeit viermal so groß und die Frequenz, was rauskommt, immer kleiner. Ja? Das ist das ganze Dezimieren. Schaut jetzt kompliziert aus. Hier werden wir uns gleich anschauen, was für drastische Auswirkungen das in der Praxis hat. Bitte? Jetzt, ich warte mal, bis ich... Also. So, wo ist meine Maus? Sehen wir das nach? Sehen wir das ja. Nur warten. Dann mal. Das ist das berühmte GNU-Radio, mit dem man mit Klickse da bestimmte Sachen zusammenstellen kann. In dem Fall habe ich da einen Signalgenerator, der eine Samplingfrequenz von 1 MHz und ergibt ein 5 kHz Signal aus. Warum nicht, sage ich mal. Ja? Und wenn wir sich das jetzt anschauen, haben wir da ein wunderschönes 5 kHz Signal, wunderbar. Kein Rauschen weit und breit, außer da irgendwo ganz unten taucht es auf. Das ist die Grenze dieses digitalen Oszillators. Alles hat irgendwo seine Grenzen. Schön. Das ist aber halb so spannend. Jetzt machen wir das da weg. Jetzt geben wir... Das war schlecht. Zurück, das Blaue kriegt man. Ja. Kann das? Ja, danke. Enabler würde ich sagen. So, jetzt geben wir da Rauschen dazu. Jetzt schaut das schon anders aus, ja. Jetzt haben wir zwar unser Signal mit 0 und 40 dB drunter haben wir unser Rauschen. Ein wunderschönes Signal. Okay. So, und jetzt kommt die Dezimierung ins Spiel. Wenn ich jetzt da diese ganze Dezimierungsgeschichte einschalte, die im Prinzip immer nur Wiederholung des Gleichen ist. Das heißt, da wird um 2 dezimiert, da um 4, da um 8 und so weiter. Ja? Dann schaut es so aus, wenn ich durch 2 dezimiere, dann habe ich nicht mehr 40 dB minus, sondern minus 43. Ich habe 3 dB Empfindlichkeit gewonnen. Warum habe ich die gewonnen? Weil ich um den Faktor 2 dezimiert habe. Ja? Wenn ich um den Faktor 4 dezimiere, dezimiere ich um den Faktor 4, ein bisschen entrauschen das Ganze, habe ich auf einmal, minus 6. Das heißt, pro Dezimierungsstufe gewinne ich 3 dB dazu. Ja?
Und das kann natürlich beliebig weitertreiben. Mal 64 dezimiere. Dann habe ich da 18 minus 18 dB, also minus 58 dB für die 40 dB, 18 dB an Empfindlichkeit gewonnen. Ja? Und das nur, weil ich mir mit dem Verhältnis Samplerate, 120 Megasamples zur Bandbreite gespielt habe. Ja? Das ist der Vorteil dieser Dezimierung, die aber auch zwangsweise gemacht wird, damit ich überhaupt die Datenrate in den PC reinbringe. Aber das ist noch nicht, die Fahnenstange ist noch nicht erreicht, es geht ein bisschen, was geht noch. Und zwar, wenn ich da so eine Spektrumanzeige habe, ja, dann ist das im Prinzip wie ein Spektrumanalysator. Das heißt, das Signal, was der Analog-Digitalband aufgenommen hat, wird aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich übersetzt. FFT mit einer Fast-Fourier-Transformation. Und eine Fast-Fourier-Transformation kann man sich jetzt halt vereinfacht so darstellen, dass da viele, viele kleine Filter nebeneinander stehen. Ja? In dem Fall 1024. 1024 kleine Filter arbeiten da für mich und erzeugen diese Anzeige. Und wenn ich jetzt diese Filteranzahl erhöhe von 1024 auf 2048, dann sehe ich, dass ich auf einmal nicht die minus 58 dB habe, sondern minus 61. Das heißt, wenn ich schon bereits dezimiertes Signal nur zusätzlich über FFT schicke, gewinne ich mit jeder Verdoppelung dieser kleinen Filter, die da horizontal angeordnet sind, wiederum 3 dB. Ja? Darum ist es oft interessant, dass man weiß, bei diesen FFT-Programmen, wie viele Pins können denn die? Ja? Bei dem geht es nicht recht weit, da ist irgendwann dann bei 32.000 Schluss. Das kann man ja gar nicht vorführen, weil ich glaube, die nächste Stufe, 4096, noch 3 dB weniger, alles was stärker ist, schafft der PC nicht mehr. Das heißt, es geht auf Rechenleistung, keine Frage. Ja? Er muss viel mehr rechnen. Aber in Summe habe ich jetzt dort hier ein Signal, das ja, auf minus 64 dBm ist, dB ist unter dem Rauschen, also unter dem Signalrauschabstand 64 dB. Da habe ich die 18 dB durch die Dezimierung und nur mehr 6 dB durch die FFT gewonnen. Ja? Und das ist der Grund, warum ein SDR empfindlicher sein kann als ein normaler Empfänger. So. Schauen wir mal, ob ich meine Präsentation noch finde. Wir sind sehr bald. So. Also das ist das, warum man da herinnen Downsampling betreibt, um die Datenrate zu reduzieren und andererseits auch, um Systemgewinn zu erzeugen durch die Dezimierung. Eine kurze Zusammenfassung und dann, wer noch Zeit hat, hätte ich noch ein paar Vorführungen, wenn wer Zeit hat. Noch, ja. Es gibt SDR mit HF-Frontend und solche ohne. Die mit HF-Frontend haben also vor einem analogen Digitalwandler einen Mischer. Der Sonderfall ist der Taylor-Mischer, der direkt auf 0 runterwandelt, ohne Analog-Digital-Wandler, wo wir hinten nachwandeln müssen, haben wir gehört. Der Nachteil ist, ich brauche zwei Analog-Digital-Wandler. Der Vorteil ist, ich habe automatisches IQ-Signal. Es gibt Direkt-Sampler, die also direkt das HF-Signal auf den Analog-Digital-Konverter kriegen. Wir tasten dieses Signal ab, wissen wir alle, das Shannon-Aptos-Theorem, mindestens doppelte Abtastfrequenz ist, was ich haben will. Wir betreiben hier Oversampling, wir fahren massiv drüber. Also nicht wie bei den Oszilloskopen, wo wir gehört haben, dass es dann gar nichts mehr bringt. Bei uns bringt es sehr wohl was. Selbst wenn ich 300 Hertz Bandbreite CW haben will, macht es Sinn, dass ich mit 128 Megasamples absample. Warum? Weil ich genau aus dem Systemgewinn generieren kann. Ja? Macht absolut Sinn. Ja, über die IQ-Schnittstelle kommt das gesamte gesampelte und auf IQ aufgeteilte Signal heraus und kann dann mit irgendwelchen Programmen weiterverarbeitet werden. Ja, da haben wir gehört, Modulationsarten bauen sie eigentlich immer auf AM, FM und Phasenmodulation auf. Ich kann die kombinieren, ich kann es mehrfach anwenden auf mehrere Träger, aber es bleibt immer das Gleiche. Wir haben gehört, dass der Analog-Digital-Wandler und die Software den möglichen Signal-Losabstand darstellt und dass man den halt mit Oversampling
optimieren kann. Und dann natürlich, das ist dann die Diskussion zwischen den Vertretern der klassischen Receiver- und Transmitter-Technologie. Ja, das ist ja nichts Gescheites mit den SDRs. Ja, wenn es schlecht macht, das ist nichts Gescheites. Stimmt. Nur ein normaler Empfänger, wenn er schlecht gemacht wird, ist auch nichts Gescheites. Es hängt immer davon ab, was man da an Energie hineinpumpt. Gut, das war eigentlich der Vortrag gewesen. Wir sind im Prinzip in der Zeit, wenn wir die Verzögerung nicht gehabt hätten. Wenn wer noch Zeit hat, kann ich nur ein paar Sachen vorführen, aber das ist schon out of irgendwas. Ich hoffe, das funktioniert, wie gesagt. Schauen wir mal, was wir haben. Ja, unser Freund, das GNU-Radio, wo ist es? Ja, das erste und einfachste eigentlich wäre, wir nehmen einen HKRF-One, schließen an den PC an, starten das GNU-Radio und schauen sich diese Konfiguration an. Bevor wir es ausprobieren, möchte ich, wo ist es? Nur mal auf die Präsentation gehen. Und das zeigen. Entschuldigung, das ist der Signalverlauf von einem 438,5 MHz Signal, wie das im GNU-Radio dekodiert wird. Meistens werden nur die Klötze vorgezeigt und man sieht eigentlich vor lauter Klötze dann nicht, um was geht. Ich hoffe, dass das da ein bisschen deutlicher rauskommt. Also wenn ich da ein 438 MHz Signal habe und das schicke ich auf den HKRF rein, dann tut der drinnen schon mal downsamplen. Der tastet mit 20 MHz ab und ich kriege daraus ein Signal mit 2 MHz Bandbreite. Ich tue schon intern downsamplen, jetzt habe ich nicht mehr 2 MHz Bandbreite. Das ist mir gedacht, die virtuelle Nulllinie, die unsere Eingangsfrequenz ist, plus minus 1 MHz. Ja? Das kommt also da raus, geht in den PC rein und das kann der PC natürlich auch locker verarbeiten. Die Geschwindigkeit ist kein Problem für ihn. Das nächste, was ich mache, ist, dass ich dieses Signal nehme und auf 15 kHz Bandbreite begrenze, filtern. Ja? Und gleichzeitig tue ich von den 2 MHz auf 500 Kilo Samplen mit 4 runter dezimieren. Ja? Das heißt, ich habe dort eine Datenrate von 500 Kilo Samplen über Low-Pass-Filterung von 15 kHz. Dann schicke ich das den MBFM-Receiver-Klotz. Da gibt es Gott sei Dank schon einen fertigen FM-Demodulator im GNU-Radio. Da schicke ich das rein. Und da kommt dann 50 Kilo Samplen raus. Und jetzt habe ich noch ein Problem, 50 Kilo Samples können die meisten Soundkarten nicht darstellen, ja, weil das ist schon das demodulierte Signal. Jetzt muss ich dann noch mit einem Resampler das auf die 48 Kilo Samples bringen. Ja? Aber das ist der Signalfluss von dem Empfänger. Das heißt 438 MHz, 20 MHz gesampelt, 2 MHz gibt er aus an den Empfänger und dann tut er das runtermischen. Runter dezimieren. So. Ups. GNU-Radio, wo bist du? Da. So schaut das aus. Wir haben da unseren HKRF mit 2 Megasamples, eingestellt auf 438,5 MHz. Und da die Anzeige, eine Spektrumanzeige, da das angesprochene Tiefpassfilter, dann einen FM-Demodulator und den Resampler, der uns die 48 kHz erzeugt für das Audiosignal. Das ist eigentlich nur ein Schalter, ist eigentlich nur der Lautstärkeregler. Funktioniert mathematisch einfach so, dass ich multipliziere, wenn ich egal was mit 0 multipliziere, kommt 0 raus. Wenn ich egal was mit 1 multipliziere, kommt 1 raus. Und die Werte dazwischen geben wir dann die Lautstärke an. Das ist ganz easy. So, wie schaut das aus? Das ist sogar was da. Ja, jetzt ist eines, was böse ist. Die Null ist immer ein Problem.
in der Mathematik. Es gibt immer Unstetigkeiten. Und genauso ist es auch da. Genau bei unserer Eingangsfrequenz, ja, bei unserer 435 MHz, was in Wirklichkeit aber 0 ist, genau bei den 438,5 MHz entsteht ein Signal, was böse ist. Das kann man, ist eigentlich ein Fehler, und wenn der SDR richtig gemacht ist und richtig eingestellt ist, darf das gar nicht auftreten. In der Praxis macht man das, sich das Leben aber einfacher. Man geht einfach her und verschiebt das Signal, ja, um einen gewissen Betrag, so aus der Nullmitte weg. Dann weiß man, der Träger ist verschiebt, das ist auch kein Signal, der ist einfach da, aber er stört zumindest mein Signal nicht mehr. So, wo ist er? So, und wenn ich da jetzt, ich hoffe, dass er, wo ist mein Funkgerät? Da muss man aufpassen, dass es nicht wieder umschaltet. Was 35,5. Tatsächlich. Test von 05 RNL. 1, 2, 3, Test. Müssen wir eigentlich zum Lautsprecher halten, ja. Aber ich glaube, es ist klar, ja. Das ist auch ein großes Delay. Natürlich. Das ist ein Nachteil der Digitaltechnik. Analogtechnik ist mehr oder weniger Echtzeit, ja. Da muss er rechnen. Und das dauert. Ja, das dauert. Und auch je mehr, dass ich dezimiere, umso länger dauert das. Das ist so. Ja, das ist der Nachteil. Ja, also das wäre kurz noch ein Beispiel mit dem GNU-Radio.